selbstverständlich gibt es auch unterschiedliche Hersteller von Implantaten. Wichtig ist allerdings die Form und die Größe der Implantate. Und das legen wir in unserem gemeinsamen Gespräch fest. Da sind schon Operationstechnik man verwendet. Wenn man über die Unterbrustfalte geht und das Implantat von dort aus einbringt, das kann über oder auch unter dem Brustmuskel sein, wird die Brustdrüse nicht beeinträchtigt, sodass man hinterher auch ohne weiteres stillen kann. Natürlich hat man nach so einem Eingriff auch Beschwerden. Das lässt sich nicht vermeiden. Die sind individuell sehr verschieden. Auch Narben bleiben zurück, aber die kann man heutzutage mit einer Art Permanent-Make-up komplett retuschieren, sodass man die am Ende gar nicht mehr sieht. Durch die modernen Operationsverfahren, die wir verwenden, ist mittlerweile möglich, dass die Frauen noch am selben Tag nach Hause gehen können. Und auch wenn die jetzt am selben Tag schon nach Hause gehen, spielt die Nachsorge natürlich eine ganz entscheidende Rolle.